Mein absoluter Lieblingsort in Baden-Württemberg ist der Ort, an dem ich gerade stehe, der Mittelpunkt meiner geliebten Mercedes-Benz Arena. Über 50.000 Menschen jubeln hier meinem VfB zu und dann stehen die Jungs hier auf diesem heiligen Rasen, in dem ich jetzt stehen darf. Jubelt! Ich stehe jetzt genau in den Katakomben vom VfB Stuttgart. In der Mercedes-Benz Arena bin ich jetzt quasi vor den Türen der Jungs, die sich hier immer umziehen vor dem Spiel. Die Kabine, Spielerkabine, da kommen die Jungs raus, gehen hier raus und gucken direkt auf dieses Schild und hier steht drauf Heimsieg. Ja, genau das, was man braucht als VfB-Spieler. Draußen warten ja jetzt theoretisch schon zigtausende Fans. Wenn ihr mal kurz mitkommt, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Hier draußen geht es zum Spielertunnel. Das heißt, dieser Tunnel führt tatsächlich zum Platz, zum heiligen Rasen. Servus, grüß Gott, tschüss, ich bin gut. Hier gehen die Jungs vom VfB Stuttgart raus. Das ist der Ort, an dem ich mit meiner Antenne 1 Fanelf dem VfB zujubel. Ob ich hier sitze, hier oder vielleicht hier sitze oder hier. Es ist einfach überall schön hier in der Mercedes-Benz Arena. Jetzt glaubt der Ostermann noch allen Ernstes, dass er bei mir ein Tor reinkriegt. Ach. Komm! So, pass auf, Freundchen! Ah! So muss das sein! Mein zweiter Lieblingsort. Den zeige ich Ihnen jetzt. Der ist ja nicht dort. Hallo, wir sind in meiner Heimatstadt Tübingen gelandet. Wie kommt der her? Und hier bin ich quasi beim Thomas. Das ist der Mann, der 150.000 Kilometer am Buckel hat von Stocherkahn via Verde. Und Thomas fährt seit 13 Jahren Stocherkahn. Das ist mein Lieblingsort in Baden-Württemberg, weil es ist wie Urlaub. Hier ist Wasser, hier ist Flair und hier ist wohl die schönste Uferpromenade, die man sich in Baden-Württemberg vorstellen kann. Hier hinter, jetzt sieht man zum Beispiel, das ist so, wie man sagt, bei einer Frau die Silhouette. Das ist einfach der schönste Teil Tübingens. Man fährt unter der Brücke her und dann sieht man die ganze alte, wunderschöne Silhouette von Tübingen in den verschiedensten tollen Farben. Und das ist doch was, hat was von Märchen, von Geschichte, Historie. Sollen wir euch mitnehmen? Sollen wir euch ziehen ein bisschen? Oh, okay. Ich dachte, er springt ins Boot rein.